Die Volkspartei Burgenland hat heute ihren Spitzenkandidat für die Europawahl präsentiert. Christian Sagatz, Clubobmann der Volkspartei Burgenland, wird am 26. Mai zur Wahl stehen. Er ist um den ständigen Dialog mit den Bürgern bemüht und will ihnen die Europäische Union näher bringen. Ich bin überzeugt, dass er gerade deswegen und wegen seiner geradlinigen und zielgerichteten Art der richtige Kandidat für die Volkspartei Burgenland ist. So Landesparteiobmann Thomas Steiner stolz. Ja, einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressemitteilung. Wie Sie ja alle wissen, stehen Wahlen vor der Tür in ganz Österreich und natürlich auch in Burgenland. Die Volkspartei Burgenland hat in den letzten Wahlen bei der Gemeinderats-, bei der Bürgermeisterwahl, bei der Nationalratswahl hervorragende Ergebnisse geschafft. Und das ist natürlich auch unser Ziel für die Europawahl am 26. Mai. Die Europawahl ist für uns als Volkspartei insgesamt in Österreich, aber ganz speziell auch hier in Burgenland eine sehr, sehr wichtige Wahl, weil wir vom europäischen Gedanken überzeugt sind und weil wir auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist etwas, was uns von allen anderen Parteien oder den meisten anderen Parteien wirklich abhebt. Wir sind eine proeuropäische Partei. Wir wissen um die Notwendigkeit der Europäischen Union. Wir wissen darum, dass es natürlich da oder dort Reformbedarf gibt, aber grundsätzlich sind wir natürlich große und begeisterte Europäer und wollen die Europäische Union gemeinsam mit Österreich natürlich nach vorne bringen. Die Wahl, die jetzt ansteht, wird sicherlich eine spannende Wahl. Die Volkspartei hat sich schon vor längerer Zeit natürlich auch mit dem Wollen unseres Bundeskanzlers und Bundesparteiobmanns Sebastian Kurz dazu entschlossen, dass wir die Menschen darüber entscheiden lassen, welche Personen Mandate im Europäischen Parlament haben werden. Das heißt, es gibt ein durchgängiges Vorzugsstimmensystem, das jedem und jeder Kandidatin und Kandidaten auf dieser Volksparteiliste die Möglichkeit gibt, ein Mandat zu schaffen. Das heißt, es werden nur die Vorzugsstimmen den Ausschlag geben. Wir werden als Volkspartei Burgenland und ich als Landesparteiobmann vorschlagen, am Montag beim Bundesparteivorstand unseren Clubobmann Christian Sagatz als quasi Burgenland-Spitzenkandidaten der Volkspartei zu nominieren. Wir glauben, dass wir und sind überzeugt, dass wir mit Christian Sagatz einen Kandidaten haben, der bestens geeignet ist, diese Wahl zu schlagen. Ein erfahrener Politiker, trotz seines jugendlichen Alters. Er kennt das Land, er kennt die Leute und er ist einer, der sich auch jetzt schon in seiner Funktion und in den Funktionen davor immer intensiv mit Fragen der Europäischen Union und mit Fragen Europas auseinandergesetzt hat. Und ich weiß auch, dass er einer ist, der nicht nur den Kontakt und das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht, sondern gerade hier speziell in dieser Wahlwerbung sicherlich auch es schaffen wird, die Menschen zu informieren über die Notwendigkeit der Europäischen Union, über die Vorteile auch und über die Tatsache, dass wir als Europäer durchaus davon abhängig sind, dass die Europäische Union auch in Zukunft funktioniert. Wir sehen derzeit die großen Probleme, die sich ergeben durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und in welche Schwierigkeiten auch ein Land kommen kann, wenn solche Entscheidungen fallen. Wir wollen Europa gemeinsam besser machen. Wir wollen ein Europa der Regionen, ein Europa der Bürgerinnen und Bürger haben. Und Christian Sagatz ist ein Politiker, der genau diese Linie in einer ganz besonders hervorragenden Weise repräsentiert. Und ich bin sehr froh, dass er bereit ist, auch diese große und schwierige Aufgabe zu übernehmen. Das ist natürlich etwas, was nicht so einfach ist, durch das Burgenland zu fahren, Wahl zu kämpfen. Aber Christian ist ja ein erfahrener Wahlkämpfer, hat für andere Wahlkämpfe organisiert, hat selber als Kandidat viele Wahlkämpfe schon hinter sich gebracht. Und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam es auch schaffen werden,
für die Volkspartei Burgenland ein sehr, sehr gutes Ergebnis auch bei der Europawahl zu schaffen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und ich freue mich nicht nur darüber, dass du diese Aufgabe übernimmst, sondern ich freue mich auch darüber oder darauf, dass wir gemeinsam die Burgenländerinnen und Burgenländer überzeugen werden und überzeugen wollen, dass sie zur Wahl gehen und dass sie, wenn sie zur Wahl gehen, die beste Wahl treffen, nämlich die Volkspartei Burgenland und Christian Sagatz als Spitzenkandidat der Burgenländischen Volkspartei. Ich darf dir, lieber Christian, jetzt das Wort geben für deine Ausführungen. Danke, Thomas. Danke auch für das erwiesene Vertrauen. Ja, die Volkspartei im Burgenland hat die Kraft zu mobilisieren. Das haben wir bei den letzten Wahlgängen bewiesen. Und genau das ist auch unser Vorhaben bei der Europawahl. Jeder spürt und weiß, dass diese Europawahl 2019 auch eine Weichenstellung sein wird. Auf der einen Seite viele Populisten und auf der anderen Seite die politischen Kräfte, die Europa positiv weiterentwickeln möchten. Dazu gehört die Volkspartei, dazu gehören wir als Burgenländer, die versuchen wollen, dass wir in diesen europäischen Institutionen im Europaparlament mitreden können. Es ist Zeit, dass wir Burgenländer in Europa mitreden. Diese Chance möchte ich für die Volkspartei im Burgenland, aber auch für das Burgenland wahren. Es geht schlichtweg darum, möglichst viele zu begeistern, zu mobilisieren und davon zu überzeugen, dass sie ihre Vorzugsstimme an einen Kandidaten geben, der eben genau das versuchen möchte, nämlich dass das Burgenland in Europa mitreden kann. Wir sind eine Region, die wesentlich von dieser europäischen Entwicklung profitiert hat. Wir haben tolle finanzielle Rahmenbedingungen gehabt. Wir haben viele Fördermöglichkeiten gut genutzt. Diese Entwicklung gilt es jetzt nachhaltig abzusichern und genau dabei muss man mit am Verhandlungstisch sitzen, muss man im Europäischen Parlament seine Stimme erheben können. Die Chance, dass die Volkspartei voll auf die Vorzugsstimmen setzt, ist für das Burgenland eine hervorragende. Wir haben eine lange Tradition. Viele unserer Wählerinnen und Wähler nutzen die Vorzugsstimme ganz bewusst, um hier ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe, dass am 26. Mai 2019 das Burgenland auch aufzeigen kann, dass wir hier ein gutes Ergebnis bringen können. Es braucht schlichtweg jemanden, der die Anliegen der Burgenländerinnen und Burgenländer auf die europäische Tagesordnung bringt. Und dazu bin ich bereit.